Ja, ich glaube, es war ein gutes Gespräch. Wir haben uns Zeit genommen. Ich würde das als wertschätzend bezeichnen. Und ich habe das getan, was ich heute auch in der Pressekonferenz gemacht habe. Ich habe dem Bundespräsidenten die Situation aus Sicht der Freiheitlichen Partei auch erklärt. Ich habe dann festgestellt in der Diskussion, dass er eigentlich auch nicht wirklich den von mir erhofften Überblick über die Lage hat. Wie gesagt, also da hätte ich mir vielleicht etwas mehr erwartet, aber dafür kann er nichts, weil da liefern halt SPÖ vor allem und ja, da liefert vor allem die SPÖ nichts, das muss man dazu sagen. Und ich habe dann auch gefragt, weil mir das heute auch wichtig gewesen ist, zu sagen, das mit der Duldung ist keine so einfache Sache. Ich habe einfach die Frage gestellt, er war ja selber mal Parteiobmann, Parteiobmann der Grünen, und ob er in einer solchen Situation eine Regierung aus FPÖ und ÖVP geduldet hätte. Die Antwort können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, never ever, also da fühle ich mich durchaus bestätigt. Ja. Wie werden Ihre weiteren Schritte sein? Ja, ich werde jetzt Gespräche mit den anderen Parteien führen, sofern ich muss einmal schauen, ob sich in der Zwischenzeit jemand auch gemeldet hat. Wir haben ja gesagt, wir verschließen uns diesen Gesprächen nicht. Ich bin aber neugierig, was die Vorsitzende der SPÖ, die ja die zweitstärkste Partei nach den letzten Wahlen auch gewesen ist, was die sich vorstellt. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört und ich werde nicht die Arbeit für die anderen machen. Hat der Bundespräsident irgendwelche Wünsche oder Bitten an Sie gerichtet? Nein, gar nicht. Ich glaube, wir haben uns gut unterhalten, wir haben uns wertschätzend unterhalten, wir haben einander zugehört. Das ist ja auch schon etwas, was man hoch anrechnen muss, jetzt in der politischen Debatte überhaupt. Und ich habe das Gefühl gehabt, er war durchaus sehr, sehr interessiert, auch an meiner Einschätzung der Lage. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch gewisse Erfahrungen mit der Österreichischen Volkspartei hätte. Gottes Willen. Also wir sind ja noch ganz, ganz weit weg von diesen Dingen. Ich habe gesagt, ich würde auch gerne wissen, er hat es mir auch nicht sagen können, was jetzt eigentlich die Position der Grünen, die ja den ersten Schritt setzen müssen, was das jetzt eigentlich ist. Geht es jetzt um die Frage der Sauberkeit in diesem Land oder geht es darum, dass man sich um jeden Preis in irgendeiner Regierung hält? Und so wie sich die Grünen zurzeit auch öffentlich positionieren, schaut es ja eher nach Zweiterem aus. Also wir wissen noch nicht, das ist so die grüne Linie, ob wir einem entsprechenden Misstrauensantrag zustimmen, weil das können wir noch nicht sagen, weil damit hauen wir uns dann die Tür in Richtung ÖVP zu, ohne gleichzeitig schon eine andere Form der Regierungsbeteiligung in der Tasche zu haben. Und ehrlich gesagt, das ist dann weniger Erneuerung, das ist dann eher sehr, sehr viel altes Denken, würde ich sagen. So, danke schön. Das ist das wahrscheinlichste Szenario.